Ich wollte irgendwas gucken, ne? Ich glaube, ich wollte bei Waffen gucken. Oh. Habe ich da nicht einen neuen Griff? Der wütende Schlegel. Von überwältigender Genialität und soll den Kampf förmlich ersehnen. Düstertalgriff. Beim Töten von Gegnern mit einem Frosterwachenangriff wird ein Frostschockwelle ausgelöst und ein erneutes Frosterwachen für die Axt aktiviert. Oh, nice! Größter Sorgfalt und Hingabe gefertigt. Für diejenigen, die nach dem schönen Leben des Dings streben. Okay. Den nehmen wir natürlich. Hat Kratos nicht eigentlich noch einen schönen. Was hat er denn mit dem ganzen Zeug gemacht? Hat er das über eine Klippe geworfen oder was? Er hat so viel krasses Zeug gehabt und jetzt ist es einfach weg. Oh, Obsidian-Griffe. Mit einem Flammenpeitschen. Ach Gott. Wiederholtes Drücken von Dreieck. Ich wollte schon Y sagen. Und eine Brandschockwelle. Freigesetzt. Okay. Jetzt würde ich mal kurz. Weiß ich nicht, ich mag diese Angriffe nicht. Bin ganz ehrlich. Dieses Frosterwachen muss ich ausprobieren, ne? Da bin ich nicht so. Ich habe übrigens ein anderes Kabel hingesteckt. Vielleicht habe ich jetzt nicht mehr diese komischen Ruckeldinger. Also, dass ich das sehe und ihr nicht. Ich weiß halt nicht, weil ich weiß nicht, das war das. Ich habe das Kabel war von der PS5 genommen, das halt mit dabei war. Kann sein, dass es normales 0815 HDMI-Kabel war. Ich habe mir ein besseres mal gekauft, ursprünglich für die Switch. Damit ich so Probleme nicht habe. Und jetzt habe ich das einfach mal angesteckt, ne? Ich finde, es geht auch smoother, also. Ja, ich habe trotzdem dieses. Ich sehe es. Vielleicht liegt es auch daran, einfach nur, weil ich zu schnell die Kameras schwenke, ne? Wenke. Vancouver. Mister! It's too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good. Das Ding kommt nicht mehr raus, oder? Okay, die Axt fliegt in dem Bogen. Gucken wir mal. Aber trotzdem drüber. What the fuck? So.
Immer, what the fuck? Ist durchgeflogen. Must be a better vantage point. Somewhere we can attack it without it seeing us. You did it. Let's see what it draw. Also mir war klar, dass ich da wahrscheinlich drauf gehen muss. Ich wollte aber noch gucken, ob ich das irgendwie so schaffen kann, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, im ersten Teil habe ich das auch geschafft. Brauche eine Rune plus 4. Ja. Father, up there. Ja, es gibt den Punkt extra nur, damit man da drauf geht und das Ding von hinten angreift. So. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht ein bisschen schlauer spielen. So. Und einfach random die Axt einfach nutzen, aber... Die Axt wollte nicht. Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Wirklich? Das ist auch so ein Ding, was anscheinend einige Leute bemängelt haben. Dass du schaffst, das nicht sofort das Rätsel zu lösen. Ja, die NPCs lösen einfach für dich. Die erklären dir ja förmlich. Das war ja bei dem anderen auch mal so. So, der Geysir, es muss doch bestimmt einen anderen geben. Den wir eineisen können, damit der andere höher geht. Behind ya. Oh, jetzt hat er die Axt wieder. Wir wissen natürlich, das Wasser ist eigentlich kein Wasser, sondern das ist Säure. Und darum lösen die sich auch auf. Die sehen zwar aus wie Amphibienviecher, aber sie sterben, wenn sie ins Wasser kommen. Weil sie lösen sich ja auf dabei. You understand what I mean. Übrigens, sorry, dass es die Folge ein bisschen spät kommt. Ich habe vorhin einfach noch gegessen. Ich habe ein bisschen, hat ein bisschen gedauert. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Oh. Ich dachte, das Ding muss mich dann irgendwie hochschieben. Oh, okay, wait. So, wir freezen den jetzt nochmal und dann wird das Ding... Ah! Okay, again. Und dieses Mal muss ich aber treffen. Autsch. Das hat weh. Das hat gerade wirklich weh. Wie weit ich da nach oben gezielt habe. Maybe you could try hitting the rope holding the block. Wirklich, Mimir? Das war natürlich auch absolut mein Plan. Ich bin einfach nur kacke. Ich bin einfach nur so kacke, dass ich drüber geworfen habe. Nein. Oh mein Gott, ich weiß schon, worauf er hinaus will. Ja, ja, mich nervt das irgendwie gerade ein bisschen. Ich möchte gerne selber Entscheidungen treffen, danke. That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Zwergengedichte. Nice. Genau das, was wir brauchen. Da kriegt der Kratos dann neue Ausrüstung. Sindri liest sie dann immer in der Nacht.
vorm Einschlafen. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History? Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. Es ist lediglich nur ein, Gedanke. Ein Evidence. Evidence sind ja Beweise, ne? Ram it! Ramming speed ahead! Wir fliegen dann so die Münzen einfach so random ins Boot. You think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye. You might be onto something, lad. Wer weiß. Also das stört aber aktuell so ein bisschen schlecht. Atreus, look ahead. Look ahead. Wow. Now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brother. Das ist doch keine City. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Dorf. What the fuck? Hey, dwarves. Oh. They're, running away. Man, sie bereit für den Kampf. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. Why hold that for us, though? They are scared. Weil sie größer sind als sie, ja? Warum ist meine Maus jetzt in dem Bild? What the fuck? Weil ich meine Thumbnails ruiniert. Da. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Ah, oh, das ist eine Anlegestelle. Let's go, Letha. Warte, steck mal die Axt weg, ne? Hey, can we talk to you for? There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own. The buildings here really are incredible. The detail in the woodwork is quite extraordinary. Ich höre hier doch einen Raben. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. Ah, da drüben ist er ja. Odin's Eye. Oh, es sind 48 Graben, ja. Sindri, hello. Ich wollte 41. I'd return your surprise, 51. But I did know you'd be here. I've got something for you. Appreciate it. Bestienfetzen. 12. Take your time. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. They were pretty ugly. Do you mind if I fiddle with your bow? Er hat doch jetzt eigentlich sein, was hat er eigentlich mit seinem Bogen gemacht? Hat er einfach die Sehne getauscht, ne? Long overdue for a replacement. Taking advantage of certain material, ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. What's it gonna be this time?
patience. I find it's best to see these things all in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say, Ski Alpha. Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in Nina Valir. How was I supposed to know they were there? The creepy crawler. Bam! Right side, brother! Bam. Bam. Der guckt immer so excited. Ja, gib mir die Axt. Okay, so. Derlin. Give me the axe. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. Oh, danke. It's not like you're able to open other doors around here. The sewers. It just looks like it fits for you. So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. Oh, that's a bit Odin. Nice. Oh, hey. Another of Cavassier's poems. 2 von 14, okay. Na gut, die sind wahrscheinlich über ganz... überall verteilt, ne? Und Kratos kriegt XP dafür, das finde ich gut. I like this. XP fürs Truhen öffnen. Zumindest von solchen Truhen. It's quite a thing. What river is this? The mage said it's the sewer. Ich hätte das eigentlich aufnehmen sollen. Also ich hab's ja aufgenommen, aber... Oh, Auferstehungssteine. Kratos kann jetzt Auferstehungssteine... Der Gegenstand im Laden. Hier, Ressourcen. Einfacher Auferstehungsstein. Oh. Für null. Cool. Kostet... Kostet ein bisschen mehr. Whatever you need. What can I make for you? Zurückgelassene Dinge. I'll take him. Cool. Nein. To you? Ich wollte doch eigentlich besser messen. Rüstung. I'll disinfect my tools. Okay. Take some time. Was waren das? Ah, ja, hier die Schneewehen-Sachen, ne? Das wollte ich verbessern. Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. Schade, dass er die nicht mehr hat, aber es wäre wohl ein bisschen OP, ne? Aber was hat er damit gemacht? Hat er die gegessen oder was? So ein Stück mit einfach. Actually wäre lustig. Danke. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it.
But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Naja, also. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Genau.